Da sind wir wieder zurück bei TAF und jetzt geht's vom luxuriösen Jet-Set-Lifestyle ab in die Wildnis Afrikas. Und so könnte man eigentlich auch das Leben vom Unternehmer Dean Schneider beschreiben. Seine Ferraris, Maseratis, alle Besitztümer, langsam, hat er eingetauscht. Gegen ein Leben unter Löwen, Hyänen und Bambas, wie der 26-Jährige im Outback in Südafrika lebt, das hat er uns gezeigt. Swart Dragons, mitten in der Wildnis Südafrikas. Wer hier gerade scheinbar lebensmüde mit einem Löwen rangelt, ist der Schweizer Auswanderer Dean Schneider. Wilde Tiere vor dem sicheren Tod zu bewahren, ist Teil seiner Mission. Das sind Tiere, die kommen aus Gefangenschaft. Die wurden unter miserablen Umständen gehalten oder vielleicht sogar misshandelt, kommen vom Schwarzmarkt oder so und brauchen jetzt ein Zuhause, sonst müssten sie eingeschläfert werden. Der 26-Jährige ist leidenschaftlicher Tierschützer und möchte, wie er sagt, Tiere in die Herzen der Menschen bringen. Seit er sein Leben in der Wildnis auf Instagram dokumentiert, ist er als Löwenflüsterer zu einer regelrechten Social-Media-Sensation geworden. Innerhalb nur eines Jahres wächst sein Account auf 1 Million Follower an. Deans Geschichte beginnt vor 7 Jahren in seiner Schweizer Heimat. Als Schulabbrecher steigt er ins Familiengeschäft und damit in die Finanzwelt ein. Mit Erfolg. Dean gründet sein eigenes Unternehmen, eine Finanzberatung und lebt ein Jet-Set-Leben in der Schweizer High Society. Doch es ist nicht das Leben, das sich der junge Unternehmer vorstellt. 2018 entschließt er sich, das Haifischbecken-Finanzwelt gegen die Wildnis Afrikas zu tauschen. Nachdem ich relativ viel auf materieller Basis in der Schweiz schon erreicht habe, habe ich gemerkt, dass mich das nicht ultimativ glücklich macht. Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, das zu tun, was ich liebe. Und das ist Tiere. Menschen, die denken immer, dass die Tiere unberechenbar sind. Kann jeden Moment was passieren und dich angreifen. Stimmt nicht. Die Unberechenbaren, das sind die Menschen. Heute bist du mein Freund, morgen stehlst du mein Geld oder steckst mir ein Messer in den Rücken. Wenn der Löwe zu mir kommt und mir Liebe gibt, dann ist es echt. Er hat keinen Grund, um zu schauspielen. Und wenn er keinen Bock auf mich hat, dann sagt er es mir. Und dann bleibe ich fern von ihm. Dean verkauft all seine Besitztümer in der Schweiz im Tausch gegen diese 365 Hektar große Farm in Südafrika, was 3,6 Millionen Quadratmetern oder 500 Fußballfeldern entspricht. Geschätzter Kaufpreis rund 1 Million Euro. Also da haben wir das große Camp, das Main House und dann da hinten ist alles wildes Gebiet. Also da können die Tiere rumlaufen, wie sie wollen, die verpflegen sich selbst und alles. Und das ist eigentlich nur etwa 20% vom gesamten Grundstück. Also der größte Teil des Grundstücks ist hinter diesem Berg. Rund 800 verschiedene Tiere nennen das Riesenareal ihr natürliches Zuhause. Mittendrin hat Dean seine sogenannte Hakuna Mipaka-Oase aufgebaut, was so viel heißt wie die Farm ohne Grenzen. Das ist mein Zuhause hier. Das ist der Outside Area, der Außenbereich, wo wir einen Pool haben, so ein bisschen eine Unterhaltung, Dinner Table, da essen wir alle zusammen immer Abendessen und Mittagessen und so. Und das ist der obere Stock. Hier haben wir auch ein paar Gästezimmer halt. Und das ist der Wohnbereich, Wohnzimmer. Das ist mein Büro hier auf der linken Seite. Also ich verbringe die meiste Zeit entweder draußen in der Natur mit den Tieren oder in meinem Büro. Die meisten Tiere der Farm leben in freier Wildbahn. Doch zu Deans Mission gehört auch die Rettung und der Schutz gefährdeter Arten, die in Südafrika teils nur als Jagdtiere gezüchtet werden. Rund 20 davon leben in einem eigenen Areal unter Deans Aufsicht. Denn alleine könnten die ehemaligen Zuchttiere nicht in freier Wildbahn überleben. So wie diese Löwen, die Dean wie seine eigene Familie aufzieht. So, das ist Snow. Er ist ein 6 Monate alter Löwe. Er ist ein weißer Löwe, wie du sehen kannst. Und er kommt von der Canned Hunting Farm. Das Züchten von Löwen und dann erschießen oder zum Schuss freigeben, das ist immer noch legal in Südafrika. Auch das sogenannte Poaching, also der illegale Abschuss von Wildtieren, zum Beispiel für Elfenbein, ist eines der Probleme, auf die Dean mit seinen Social-Media-Videos aufmerksam machen will. Seine Farm soll die Tiere hiervor schützen. Ja, Herausforderungen gibt es ganz viele. Jede zweite Woche wird bei uns der Außenzaun aufgeschnitten und da kommen Wilderer rein, versuchen ihr Glück. Meistens bis jetzt an
Antilopen und Pflanzenfressern. Bis jetzt hat es noch nie eine sozusagen Attacke auf die Löwen gegeben. Wir haben zum Beispiel in der Winterzeit ein Riesenproblem ist Feuer. Riesenbrände, die man nachher vor der Hand löschen muss. Da gibt es keine Feuerwehr, die dir helfen kann, sondern das musst du komplett alleine machen. Sommerzeit natürlich giftige Schlangen, die giftigsten Schlangen auf der Welt. Black Mambas, Spitting Cobras, alles Mögliche. Das ist schon ein rechtes Risiko, aber wenn man seinen Traum leben will, dann muss man Risiken eingehen. 10 Mitarbeiter unterstützen Dean bei seiner Mission, zu der auch die Aufklärung über die gefährlichsten Tiere der Welt gehört. Seht ihr, Leute, das hier ist die giftigste Schlange Afrikas, die schwarze Mamba. Ein Tropfen ihres Gifts kann euch innerhalb von 20 Minuten töten. Ist sie nicht wunderschön? Obwohl das Leben des Schweizers in der Wildnis Südafrikas eher lebensbedrohlich wirkt, schwerwiegend verletzt wurde er bis heute übrigens glücklicherweise noch nicht bei seiner Mission. Also Narben, ja klar, überall habe ich irgendwelche Kratzer und Narben von allen möglichen Tieren, sei es von Löwen oder von der Hyäne oder sogar von JJ, dem Affen. Es sind immer noch wilde Tiere, die haben Klauen, man kann es hier sehen. Das sind die Klauen, die sind rasiermesserscharf. Die haben vor allem die ersten Zähne, die kleinen, die sind extrem scharf. Das heißt, es braucht nicht viel, bis der dich mal kratzt. Aber das Ding ist, es ist nicht aus Wut. Es entsteht nicht aus Aggression, dieser Kratzer. Es entsteht im Spielen. Rund 20.000 Euro Unterhalt kostet die Farm pro Monat. Geld, das Dean teils durch Spenden und größtenteils durch Unterstützung seiner Familie finanziert. Bis vor kurzem bot Dean zudem noch ein Volunteering-Programm für 3.600 Euro pro Monat an. Die 20-jährige Rachel ist eine der letzten dieser Volunteers. Heute betreut sie ein neu eingetroffenes Wolfsbaby auf der Farm. Ich hatte schon immer ein riesiges Herz für Tiere, aber hatte nie die Gelegenheit, mit ihnen zu arbeiten. Als ich von der Farm hier erfahren habe, bin ich sofort hierher gekommen. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden gesehen, der so eine enge Bindung zu Löwen oder Hyänen oder generell zu allen Tieren aufbaut wie Dean. Diese Gelegenheit wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ein Leben in der Wildnis Südafrikas. Bereut hat Dean das bis heute nicht einen einzigen Tag. Ich meine, schöne Autos, Ferrari und weiß ich was, Maserati und so, ist cool, alles schön. Aber das ist wirklich was, das ist für die Seele.